Hi Leute, heute geht's um eine nie dagewesene Möglichkeit. Und zwar geht's heute um das Internet. Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, was für Mittel und Werkzeuge uns heutzutage zur Verfügung stehen. Und vor 30, 40 Jahren wären Dinge niemals möglich gewesen, die heutzutage mit unseren Technologien und Mitteln möglich sind. So. Und das Internet ist eine Möglichkeit davon. Noch nie war die Welt so verbunden wie heute. Die Grenzen verschwimmen immer mehr. Es gibt immer mehr Kontakte auf der ganzen Welt, immer mehr Freundschaften, immer mehr Beziehungen. Und wir sind heutzutage in der Lage, jedes Problem, was auf dem Planeten hier existiert, innerhalb kürzester Zeit zu lösen, wenn wir uns entwickeln und die Dinge tun, die nötig sind. Wir können uns schneller als je zuvor organisieren und alle möglichen Probleme lösen, wenn wir die Probleme klar sehen und Verantwortung übernehmen, Eigenverantwortung übernehmen. Wenn wir die Eigenverantwortung für unsere Handlungen übernehmen. Noch nie in der Geschichte der Menschheit war es möglich, dass einer redet und die ganze Welt kann sich's anschauen. So, ich mache hier ein Video und das kann sich jeder auf der Welt anschauen. Jeder Mensch. So. Ausnahmslos. Wenn er einen Internetzugang hat, natürlich. Aber haben heutzutage die meisten Menschen. 90%. Die es nicht haben, die kriegen es durch Mundpropaganda von dem ganzen Rest mit. Das heißt, wir könnten jederzeit eine Nachricht rausgeben, teilen und die Welt damit verändern. Und wir haben es in der Hand, was wir unterstützen, wie wir leben, ob wir Eigenverantwortung übernehmen, was wir kaufen, was wir konsumieren. Und wenn wir alle die Eigenverantwortung übernehmen, dann kann man innerhalb kürzester Zeit alle Probleme lösen. Es ist genug Essen auf diesem Planeten. Mehr als genug im Moment. Wir zerstören einfach die Grundlage unseres Lebens. Ich habe mal gehört, in Indien hat die Bevölkerung in Teilen des Landes den Boden über 12.000 oder 13.000 Jahre bewirtschaftet und was angebaut. Nachhaltig. Auf dem gleichen Boden 12.000 Jahre so. Und wir schaffen es heutzutage, einen Boden innerhalb von 10, 20, 30, 40 Jahren komplett zu zerstören. Und für solche Dinge gilt es, Lösungen zu finden. Wir haben die Wahl dazu. Jeder einzelne von uns. Und wenn dir solche Dinge wichtig sind, dann teile solche Dinge. Aber das Allerwichtigste, übernimm Verantwortung bei dir selbst. Leg deine eigenen Handlungen danach aus. Teil das mit anderen. Ist wunderbar, wunderschön. Teil deine Gedanken, die du zur Eigenverantwortung hast. Wie man im Einklang hier leben kann, ohne alles kaputt zu machen, ohne sich den eigenen Ast wegzusägen, auf dem man sitzt. Also, teile gerne das Video, teile egal was du für sinnvoll erachtest.
auf den Finger, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Ohne mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen. Teil es einfach. Damit jeder die Informationen erhalten kann, was sinnvoll ist, was man machen kann, was man tun kann und dann die eigene Verantwortung übernehmen kann. Das wollte ich heute nochmal loswerden, was für eine Riesenmöglichkeit das Internet ist heutzutage. Eine Kamera, ein Video, die ganze Welt kann sehen. Das sind die Möglichkeiten, die heutzutage da sind. Das muss man sich mal bewusst machen. Mit solchen Möglichkeiten ist es eine Schande, wenn man sowas zugrunde richtet. Hier. In so kurzer Zeit. Und dabei nicht mal gut drauf ist. Wenn die Menschen zumindest gut drauf wären. Wären sie den Planeten abfackeln. Und alles Leben zerstören auf so einem Planeten. Dann wäre es ja noch einigermaßen nachvollziehbar. Aber die Menschen leiden mehr als je zuvor. Und dann ist es noch mehr eine Schande. So ein schöner Ort. So ein Paradies. Der Erde zu zerstören. Das wollte ich nur loswerden. Also macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.